Der kanadische Dollar, die norwegische Krone und der australische Dollar haben gute Chancen auf eine rosige Zukunft. Für eine Aufwertung sprechen die starken Preissteigerungen bei den Industriemetallen, aber auch die Stabilisierung der Rohölpreise. Kupfer und Nickel haben im letzten Jahr rund 15% zugelegt, Eisenerz gar über 80% und auch Rohöl hat mit einem Plus von 40% viel der Verluste der letzten Jahre wieder wettgemacht. Die Währungen der entsprechenden rohstofffördernden Nationen wie Kanada, Norwegen und Australien haben hingegen erst wenig zugelegt. Die weltweit verbesserten Konjunkturaussichten sind ein wichtiger Treiber für die Nachfrage von Rohstoffen. Der wichtigste Treiber bleibt aber die Aussicht auf massive Infrastrukturinvestitionen in den USA und China. Die Unternehmen bauen in Erwartung von Aufträgen ihre Lager auf und decken sich mit Rohstoffen ein. In der Vergangenheit stammte die Gesamtrendite von Anleihen in diesen Währungen zu 2/3 aus Währungsschwankungen und zu 1/3 aus dem Zinsertrag. Deshalb ist eine entsprechende Risikofähigkeit eine wichtige Grundvoraussetzung. Unter diesen Bedingungen sind Anlagen dank der positiven Zinsdifferenz und dem Aufwertungspotenzial attraktiv.